So, herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich bin jetzt gerade mit euch hier im Ladescreen, denn auf einmal poppt der Sonnenbildschirm auf und da steht einmal Spielen und einmal Quidditch spielen. Ich war gerade schon mal beim Quidditch spielen. Das Problem ist nur, dass die CD schon relativ alt ist und dauernd stockt, weil da so viele Kratzer drin sind. Und deshalb kann ich euch das Quidditch spielen leider nicht anvertrauen. Aber wir haben ja schon einmal gemacht. Und deshalb gehe ich einfach mal zurück zum Spielen. Denn wir haben bis jetzt 36% abgeschlossen und das wollen wir natürlich erweitern. In der letzten Folge haben wir hier links einen Weg aufgemacht. Richtig? Ja, richtig. Da gehen wir mal durch. Hochklump irgendwas. Oh. Ohrklumps. Näher dich ihnen nur mit einem Wingardium Leviosa-Zauber, Hagrid. Okay. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hallo? Ah, okay. Ja. Okay, die lassen Bohnen fallen, das heißt, ich hebe erstmal alle an. Wingardium Leviosa. Am besten so weit weg, damit die mich nicht haut. Oh. Wow. Ey, der hat die Bohne wieder aufgesammelt. Wingardium Leviosa. Lässt du das wohl sein? Ah, die habe ich gefangen. Zwei haben wir. Wingardium Leviosa. Und Nummer 4 noch. Nicht abschießen. Wingardium Leviosa. Genau. Irgendwo dahin. Zack. Das war's. Mehr muss ich nicht machen. Ist keine Aufgabe, irgendwas. Nichts. Okay. Was ist hier? Oh. Das Faultier hier. Du hast das Faultier hingefunden. So, jetzt können wir hier drüber zurückklettern. Muss nicht den ganzen Weg zurücknehmen und oben rechts sehen wir auch das Faultier hier. Schön in Glas gestopft. Zack. 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 Ronald. Oh. Hm? Wo ist Ronald hin? Harry, wir treffen uns in den Kerkern. Deine Freundin Hermine. Ja, ist ja gut. Aber essen wir noch den Trank hier. Nichts vergeuden, nichts rumstehen lassen. Und dann gehen wir mal in die Kerker, wo Hermine auf uns wartet. Großartig, Du hast das Faultierhirn gefunden. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen. Da ist er. Auch nett, sie Hogwarts sagen. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen. Der Kampf um den Hauspokal geht weiter. Oh. Ravenclaw. 18. Puh. Hufflepuff. 23. Leute. Obwohl, bei uns sieht auch nicht so viel aus. Slytherin. 36. Wie viele haben wir denn dann? Wieso so wenig? Gryffindor. 30 nur? Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Ja. Der Kampf um den Hauspokal spitzt sich zu. Das tut er allerdings. Oh, da liegt nur eine gelbe Bohne. Ich muss in die große Halle, bevor ich in die Kerker gehe. Denn ich will ja die ganzen gelben Bohnen haben. Gelbe Böhnchen. Mir fehlen jetzt, glaube ich, noch 20. War das so? Ich guck mal eben nach. 27 sogar. Ja, dann gehen wir doch mal eben in die große Halle. Das müsste die Tür sein. Große Halle öffne dich. The Big Hall. Ja, hier sind wir.
Eins, zwei, hepp, drei, vier, hepp, huch, fünf, nein, was machst du denn? Sechs, sieben, acht, jetzt fehlen mir aber immer noch 9 und 19. Wo sind denn die restlichen 19? Was ist hier? Porträtzimmer? Nee. Das hilft uns jetzt gar nicht weiter. Kerker. Dann gehen wir erstmal in den Kerker. Wo wir auch hin sollten. Beziehungsweise immer noch sollen. Lass uns gehen und Snape die noch fehlende Zutat für den Zaubertrank bringen. Wir werden jede Menge Ärger bekommen, wenn er uns hier erwischt. Er glaubt, dass wir sie gestohlen haben. So, und da haben wir noch eine. Noch eine. 15. Hier liegen noch nicht nur 15 rum, oder? Dann werde ich hier auf dich warten. Wenn ich an Snape denke, wird mir ganz anders. Super. Zack. Oh. Ah, Potter hat das Faultierhirn gefunden. Warst du wirklich so schlau, es zu finden, oder hast du es aus Schuldgefühl zurückgebracht? Ich war schlau. Wo hast du es denn gefunden, Potter? In deinem eigenen Schädel? Bring es in den Klassenraum. Wie bist du denn drauf? Eigener Schädel. Ja. Jetzt fehlen mir immer noch gelbe Bohnen. 12. Da muss ich wohl nochmal in den oberen Geschossen gucken. Ob da noch welche rumliegen. Vielleicht auch in der Bibliothek, wo wir noch nicht waren. Ah, okay. Hier können wir grüne Bohnen sammeln. Und hier ist auch ein Buch zum Speichern. Das nutzen wir mal eben schnell. Ja, noch die Karte überprüfen. 36% die Bestreiben. Speicherdaten, okay. Dann gehen wir mal. Hallo? Zum Porträtzimmer. Ja, muss ich wohl. Nochmal ein Buch zum Speichern. Brauche ich jetzt aber nicht. Hallo, Friend George. Bist du auf dem Weg zum Zaubertrankunterricht, Harry? Verspäte dich bloß nicht. Snape kann sehr gemein sein. Er findet immer einen Grund, Strafpunkte für Gryffindor zu verteilen. Wir brauchen grüne Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Für unser nächstes Experiment. Du weißt schon, die mit Trollpopelgeschmack. Bring uns die Bohnen und wir verraten dir das Passwort für das Porträt. Natürlich. Ich denke mal, ihr meint das Porträt. Na gut, wenn ich hier irgendwo grüne Bohnen finden sollte, bekommt ihr die. So, was mache ich hier? Muss ich da runter? Da ist zu. Ah, okay, hier rein. Na endlich, Harry! Ja, ist ja gut. Ich habe eine Idee, wo der bei Gringotts gestohlene Gegenstand sein könnte. Wir müssen aber erst zum Zaubertrankunterricht. Nun komm schon, Harry. Wir dürfen Snape nicht warten lassen. Wieso stehst du dann vor der Tür und wartest auf mich? Dumme Nuss. So, wo ist Ron jetzt? Nun pass gut auf, Potter. Wenn du einen Mega-Power-Trank mischen willst, musst du zunächst den Kessel aktivieren. Du musst schnell auf die drei Symboltasten drücken, die dir angezeigt werden, damit sich der Kessel füllt. Wenn du es schaffst, deinen Kessel zu füllen, was ich stark bezweifle, kannst du den Kessel aktivieren, um deinen Zaubertrank herauszuholen. Du bist dran, Potter. Ach du Scheiße. Okay.
verschiedene Reihenfolgen einfach nacheinander eingeben. Ich lese jetzt das, was da unten steht, nicht vor. Jetzt gehört keine Zeit zu. X-Dreieck-Kreis. Das war gut genug. Für deine Verhältnisse. Nur ein Dummkopf würde erwarten, dass du es besser machen würdest. Otto, ich habe noch nie solch eine miserable Leistung gesehen. Los, hol mir das Glas mit den Feuerfliegen aus dem Nebenraum. Geh weiter, Harry. Idiot. Trolle. Hi. Ich weiß nicht, was man muss. Wir müssen jetzt nämlich warten, bis die Trolle da auf diesen Dingern stehen. Und dann müssen wir die mit diesen... Oh, wie hießen die Viecher noch? Keine Ahnung. Mit den Dingern hier auf jeden Fall abwerfen. Und dann sehen wir auch, was passiert. Ich werde nicht alles voraussagen. Ja. Die niesen und fallen unten durch. Und das gibt Hauspunkte. Und eine Bohne. Und weg. Zack. Peng. Zum Grund des Brunnens. Harry, ich bin's. Raymond, kannst du mein Kätzchen sehen? Ah. Ich habe es dort unten miauen gehört. Oh, jetzt muss ich diese blöde... Oh, das habe ich gehasst. Diese blöde Katze suchen, ne? Da ist er nicht drin. Muss hier irgendwo in so einem Kasten drin sein. Ratte. Okay, noch eine Bohne. Ich lade mal ein bisschen auf. Zack. Flipendo. Flipendo. Schön, schön. Schön, schön. Überall nur Bohnen. Denn Kätzchen-Surprise, die ist in der letzten. Hallo. Hi, Kätzchen. Das muss man langsamer laufen, weil die scheiß Katze sonst nicht hinterherkommt. Komm, alles in Ordnung, komm. Komm, Kätzi, komm. Put, put, put. Alles okay. Ich tu dir nix, der Harry tut dir nix. Komm. Komm, put, put, put. Put, 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 put. Und da sind wir auch schon gleich. Putti, put, 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 komm. Put, 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 put. Na los. Ja. So, Wingardium Leviosa! Heben wir sie nach oben. Danke, Harry! Hier! Bitteschön. Ich gebe dir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern! Oh, wie nett! Danke! Wen krieg ich? Katinko? Edgar Struger. Edgar Struger.
Ja, und ich habe mir überlegt, dass ich mir alle Karten nachher angucke. Also am Ende. Was ist das hier? Das ist nur eine Plattform. Hier auch. Da ist ein Hebel. Hebel bewegen. Und der macht was? Er fährt die Platte nach oben. Und öffnet eine Tür. Die wir uns in der nächsten Folge ansehen. Danke für die Auspunkte und bis gleich.